Aber was ist Rassismus wirklich? Kann man Rassismus überhaupt genau definieren? Gibt es Reverse Racism und ist Rassismus Teil unserer Gesellschaft? Diese Fragen existieren, werden aber oft nicht bewusst gestellt. Wer ihnen jedoch nachgeht, der oder dem fällt auf, dass sich zwischen Wissenschaft und Gesellschaft eine große Lücke auftut. Eine Lücke, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Rassismus ist, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe und ihrer, ja, ihrer gesellschaftlichen fremden Herkunft diskriminiert werden. Racism is a form of judging people that is based on prejudices. Rassismus ist für mich, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder auch wie sie ausschauen, einfach benachteiligt und diskriminiert werden, vielleicht generell einfach schlechte Erfahrungen machen, geschimpft werden, im Extremfall. In der Wissenschaft hingegen ist die Definition von Rassismus eine sehr schwierige und auch umstrittene Aufgabe, da sie sich vielseitig und mehrschichtig präsentiert. Es ist eine Form der strukturellen Diskriminierung. Es gibt verschiedene Formen der strukturellen Diskriminierung und Rassismus ist eben eine davon. Und was diese Frage so tricky macht oder so besonders macht, ist eben der Unterschied zwischen struktureller Diskriminierung und einfach nur Diskriminierung, weil strukturelle Diskriminierung eben ein Sammelbegriff ist für Vorgänge, die auf unterschiedlichen Ebenen passieren, nämlich auf individueller Ebene, auf kultureller Ebene und auf institutioneller Ebene auch. Und dem hinterliegt auch ein ganzes System von Macht und Ausbeutung und Herrschaft und Diskriminierung. Das wird später noch wichtig, da es uns erklärt, warum es eigentlich keinen Rassismus gegen Weiße geben kann. Schauen wir uns zuerst die Ebenen genauer an. Rassismus ist nicht nur Diskriminierung, sondern Rassismus ist eine Form von struktureller Diskriminierung. Und dem unterliegt quasi ein ganzes System von Macht, Ausbeutung, Unterdrückung. Wenn wir nun die Definition von Rassismus kennen, wollen wir uns nun einem anderen Phänomen nähern, welches eng mit den genannten Dimensionen zusammenhängt. Die Illusion von Reverse Racism oder Rassismus gegen Weiße. Reverse Racism existiert nicht, weil Rassismus eben nicht in einem luftleeren Raum passiert, sondern eben in diesem Kontext von Systemen, und zwar einem System weißer Vorherrschaft und White Supremacy. Und vielleicht ist dann auch nochmal wichtig, das zu erklären. Ich habe so eine Definition mitgebracht von dem Challenging White Supremacy Workshop. Und die sagen eben, dass weiße Vorherrschaft ein System ist, ein historisch begründetes, institutionell aufrechterhaltenes System der Ausbeutung und Unterdrückung. Und zwar von ganzen Kontinenten, Nationen und nicht weißen Menschen durch weiße Menschen und Nationen des europäischen Kontinents. Und zwar zum Zweck der Aufrechterhaltung und Verteidigung eines Systems von Reichtum, Macht und Privilegien. Reverse Racism oder Rassismus gegen Weiße existiert nicht, denn zwei der drei Ebenen können bei weißen Personen nie zutreffen. Während eine weiße Person sehr wohl wegen ihrer Äußerlichkeiten diskriminiert werden kann, muss sie sich nie davor fürchten, dass sie eine Diskriminierung durch beispielsweise Institutionen erfahren wird. Leider in allen. Also du kannst reisen, je mehr du reist, desto mehr bildest du dich und es sollten viele Leute reisen gehen, aber viele wohnen ja immer noch in ihrem Land und denken, die, die von außen kommen, sind anders und so. Und deswegen, ich glaube, überall gibt es das. Von mir selber spreche, also wirklich, ich bin mir dessen bewusst, wie ich aussehe, wo ich lebe. Und deswegen ist das ein Teil von mir, egal wo ich gehe, egal was ich mache. Muss ich mir immer meiner Umgebung bewusst sein, wo ich bin, mit dem ich bin. Und deswegen eigentlich ein Teil. Rassismus im Alltag, wie wirkt sich das aus? Ja, gute Frage. Also es ist erstens, es ist irgendwie mega unberechenbar und es kann überall passieren, egal wo man sich gerade vielleicht aufhält, in der Schule, in der Arbeit, in der Uni, in den Öffis, beim Einkaufen, beim Sport. Und dann kann es halt irgendwie auch natürlich beispielsweise als schwarze Person in Österreich passieren, dass der Rassismus sogar durch Freundinnen irgendwie reproduziert wird oder durch Familienmitglieder. Auch durch Fremde, durch Personen, die eigentlich eine Verantwortung gegenüber einem haben, beispielsweise Lehrpersonen oder, Kindergärtnerinnen etc. Und wie das aussieht, ist irgendwie, ja, es ist eben eine Reproduktion dieser
dieser Vorurteile, Stereotype, dieses Wissens, das Menschen irgendwie in sich tragen, weil unsere Gesellschaft eben nicht aktiv antirassistisch ist, sondern eben eurozentrisch. Und es muss natürlich auch Menschen jeglicher Art in den Medien viel mehr vorkommen. Es muss selbstverständlich sein, dass sie in Fernsehfilmen oder so mitgezeigt werden, dass sie einfach dazugehören. Ich eigentlich nur hoffe, dass die nächsten Generationen nach uns, unsere Kinder, dass wir diese einfach besser quasi erziehen werden, weil Rassismus musst du trotzdem lernen. Es ist nicht so, dass du, wenn du geboren bist, dass du es gleich weißt, was es ist. Deswegen, dass wir mehr und mehr einfach ja, nächsten Generationen davon weghalten, sag ich mal. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute aufeinander aufpassen. Und wenn sie jemanden sehen, dem es nicht gut geht oder der gedisst wird oder ob das Mobbing ist wegen einer Hautfarbe oder so, sich wirklich einmischen und helfen. Es ist natürlich klar, dass wir in einem System leben, in dem wir Lohn arbeiten müssen, damit wir unsere Existenz bezahlen können, etc. etc. Aber gleichzeitig müssen wir auch als Mitmenschen und als Gesellschaft gemeinsam an gesellschaftlichen Missständen arbeiten. Das bedeutet lernen, lesen, zuhören, sich damit auseinandersetzen, Gespräche führen, auch wenn es unangenehm ist, einschreiten, laut werden, auf die Straße gehen, sich organisieren, aktiv werden einfach.